Ausgerechnet ein kleiner Landkreis in der Provinz hat einen deutschen Covid-19-Rekord aufgestellt. Hildburghausen in Thüringen übersprang vergangene Woche als erster die 600er-Grenze beim 7-Tage-Inzidenzwert, also den durchschnittlichen täglichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, bundesweit liegt der Wert bei rund 150. Gleichzeitig ist in Hildburghausen die Szene der Corona-Skeptiker besonders rege. Noch am vergangenen Mittwoch gab es Demonstrationen gegen die Pandemiebeschränkungen. Mund-Nasen-Masken und Abstand waren kaum zu sehen. Das hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Menschen fröhlich singend, Seite an Seite, ohne auf Hygienevorschriften zu achten. Rund 400 Menschen haben gegen die strengen Corona-Maßnahmen in Hildburghausen demonstriert. Landrat Thomas Müller ist schockiert. Wenn man dann gröhlend, singend durch die Stadt zieht mit "Oh, wie ist das schön" vor dem Hintergrund, dass bei uns im Krankenhaus die Leute sterben, das ist schon sehr makaber. Da muss man natürlich auch deutlich was zu sagen, das habe ich auch getan. Und dann wird man noch bedroht an Leib und Leben, das ist umso unschöner natürlich. Sein Arbeitsplatz und sein Zuhause werden jetzt regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Denn nachdem der Landrat die Demonstranten kritisiert hat, bekam er Morddrohungen über die sozialen Netzwerke. Im Zentrum von Hildburghausen scheint jetzt, ein paar Tage nach der Demonstration, wieder alles ruhig. Der Lockdown wird eingehalten, nur wenige sind unterwegs, die Polizei aber ständig präsent. Wir versuchen, Leute zu finden, die mit uns über die Demonstrationen in ihrer Stadt sprechen. Man könnte ohne diese Proteste und diese Verweigerungen könnte man vielleicht schon einen Schritt weiterkommen. Das finde ich unter aller Sau. Es ist nun mal so und da müssen wir jetzt mal durch. Und fertig, es ist so. Zu viel Menschen, zu wenig die Hygienemaßnahmen eingehalten. Und ich kann nur sagen, ja. Verantwortungslos. Hier in der Stadt wurde das Versammlungsverbot noch einmal verschärft. Doch genau hier könnte schon bald die nächste Demonstration stattfinden. Die Polizeipräsenz wurde erhöht, damit die Polizisten diesmal noch schneller reagieren können, sollte es zu Ausschreitungen kommen. Thomas Müller hofft, dass es dazu gar nicht erst kommt. Er ruft die Menschen zur Vernunft auf. Bleibt zu Hause. Es ist gefährlich, nicht nur für euch selbst, sondern auch für alle, die ihr dort möglicherweise mit hineinzieht. Es hilft uns überhaupt nicht. Hildburghausen hofft, dass die Infektionszahlen bald zurückgehen und die Stadt damit aus dem bundesweiten Rampenlicht verschwindet.